Hallo liebe FCKs. Oh Gott. Hallo liebe FCK-Fans. Ich bin. Boah, Gott. Ja, und ich übernehme jetzt hier, Mann. Herzlich willkommen, liebe FCK-Fans, zu meinem neuen Video hier auf Battle Universe. Und ihr habt ihn ja schon gesehen: Richmond Tachi ist jetzt auch hier bei uns. Aber wir fangen von vorne an und ich begrüße euch zu meinem Video. Nämlich, was ist in der letzten Woche bei unserem Betze passiert? Let's go! Und wir fangen an mit den Dauerkarten. Die Dauerkarte ist in den öffentlichen Verkauf gegangen. Also alle, die bisher noch keine Dauerkarte haben, können sich jetzt eine Dauerkarte kaufen, solange es noch Dauerkarten gibt. Denn momentan gehen die Dauerkarte weg wie die warmen Semmeln auf irgendeiner Kerbe. Also haltet euch dran, wenn ihr eine Dauerkarte wollt. Aber die Stehplätze auf der Westtribüne, auf der großartigen West, ist komplett ausverkauft. Und auch die anderen Blocks sehen eigentlich auch schon relativ leer aus. Momentan sind es knapp 23.000 Dauerkarten, die schon verkauft sind. Und das ist im Vergleich zum Vorjahr schon 2.000 mehr. Brutal der Support von euch. Ich freue mich auf die neue Saison. Hammergeil, ey. Und dann machen wir jetzt hier weiter, wo dieses Video eigentlich angefangen hat. Nämlich bei unserem Neuzugang Richmond Tachi. Und er stellt sich jetzt richtig vor. Hallo liebe FCK-Fans, hier ist euer Richmond Tachi. Ich freue mich jetzt hier zu sein und endlich mit euch loslegen zu können. Ja, und ihr habt jetzt gesehen, es hat diesmal geklappt. Aber so sehr ich mich über diesen Transfer freue, müssen wir auch sagen, dass einer kommt und einer geht. Unser Nachwuchstalent Angelos Stavridis wird an den FC 08 Homburg ausgeliehen für die nächste Saison. Der 19-Jährige soll Spielpraxis sammeln in der Regionalliga und ich finde den Schritt eigentlich richtig, obwohl ich Gekas auch so gerne bei uns im Sturm gesehen habe. Aber gib dem Junge ein Jahr in der Regionalliga und vielleicht kommt er zweitligatauglich zu uns zurück. Ich hoffe, er entwickelt sich gut weiter. Gekas, wir sehen uns ja übernächsten Saison wieder auf dem Betze. Ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir eine verletzungsfreie Zeit. Wir sehen uns. Und dann kommen wir noch zum letzten Punkt in diesem Video. Nämlich am Samstag, den 8.7. gab es nämlich das große Fanspiel. Diesmal in Herxheim. Und ja, wer war dabei? Ich war leider arbeitsbedingt nicht dabei. Noch kann ich mich nicht komplett finanzieren mit diesem YouTube-Kanal. Aber vielleicht wird es ja noch irgendwie in Zukunft so, dass es dann doch klappt und ich dann bei jedem Spiel dabei sein kann. Aber kommen wir zurück zum Fanspiel. Und angefangen hat das Ganze mit der FCK-Geschäftsstelle. Die ganzen Jungs, die gucken, dass der Betze glänzt, wenn es ein Heimspiel gibt, sind gegen eine FCK-Fanauswahl angetreten. Verloren dieses Spiel, aber zum Schluss 3:2. Herzlichen Glückwunsch an die Fanauswahl. Es war ein geniales Spiel. Ich habe ein paar Szenen gesehen und mein Kumpel vor Ort hat gesagt, die Stimmung war bombastisch. Bis es dann um 15 Uhr richtig losging, da hat unsere 1A FCK-Mannschaft, unser Betze, gegen eine regionale Auswahl von Fußballspielern gespielt. Und dieses Spiel ist dann zum Schluss in ein Schützenfest umgewandelt worden, das die FCK-Boys 14:1 gewonnen haben. Ich würde mich jetzt gerne mal interessieren, ob ihr vor Ort wart in Herxheim. Danach gab es ja auch noch die große Autogrammstunde. Habt ihr ein Autogramm bekommen? Ja oder nein? Hat es euch gefallen? Wie war die Stimmung? Schreibt es mal in die Kommentare, da ich ja wie gesagt, ich selber nicht vor Ort sein konnte. Und dann gibt es noch ganz, ganz frische News. Die ist jetzt circa eine Stunde alt. Denn Daniel Engelbrecht hat sich unserem Scouting-Team angeschlossen. Herzlich willkommen beim geilsten Verein der Welt. Herzlich willkommen beim FCK und herzlich willkommen auf dem Betze. Und ja, und damit beenden wir jetzt dieses Video. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn ihr sagt, hey, pass auf, ich mache das eigentlich ganz gut, dann haut mir doch ein kostenloses Abo raus. Es hilft mir enorm viel, dass dieser Kanal endlich weiter wächst. Ich sag jetzt schon mal danke für euren Support. Der Kanal ist jetzt einen Monat alt. Und ihr gebt mir so viel Liebe zurück, dass ich einfach geil bin, einfach euch weiter Content zu bieten.
FCK ist mein Leben, FCK ist euer Leben. Wir alle sind der Betze und das merke ich jede Minute, wo ich hier ein Video für euch hochlade. Vielen lieben Dank. Also, denkt ans Abo, denkt an den Like und schreibt einen Kommentar, wie ihr dieses Video findet und was ihr zu unseren Neuzugängen und zu dem Fanspiel sagt. Ich sag danke, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Betze Universe.